Messen sind Märkte. Das gilt für das Handwerk und ganz besonders hier bei der Internationalen Handwerksmesse in München, Europas größter Handwerksmesse. Doch bevor wir Sie nun auf einen Rundgang über das Messegelände mitnehmen, ein paar Impressionen von der Meisterfeier 2010. Die durch das Heeresmusikkorps 300 eröffnet wurde. Die Handwerkskammer begrüßte die 1146 Jungmeister, denen Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle persönlich gratulierte. In seiner Begrüßung unterstrich HWK-Präsident Werner Wittlich die Bedeutung des Meisterbriefes, der für eine persönliche und berufliche Erfolgsstory steht. Die Handwerkskammer werde dabei jedem einzelnen Jungmeister auch weiterhin als verlässlicher Partner zur Seite stehen. Die Unterstützung der Politik, sagte auch Bundeswirtschaftsminister Brüderle dem Handwerk zu und lobte das Handwerk als Säule der Wirtschaft. Für eine feierliche Atmosphäre in der bis auf den letzten Platz gefüllten Rhein-Mosel-Halle sorgten Stücke des Heeresmusikkorps sowie Kurzfilme über die Meistergeneration 2010. Im Rahmen einer Podiumsdiskussion berichteten Jungmeister über Pläne und Perspektiven mit dem Meisterbrief. Dann wurden die Meisterbriefe überreicht, an die Besten durch Bundesminister Brüderle, der klarmachte, auf wen er beim Wirtschaftsaufschwung setzt. Wir haben einen leichten Aufschwung, aber noch keinen selbsttragenden. Sollen wir das Zeichen setzen? Es gibt sie, die Mutigen, die was können. Das Handwerk ist das Herzstück der deutschen mittelständischen Wirtschaft. Das ist heute ein ganz wichtiges Signal in die Region, in die deutsche Wirtschaft hinein. Hier ist die Zukunft, es geht weiter, wir schaffen das. Und hier sind die Akteure, die das machen. Die Akteure, die es machen, feierten an diesem Sonntag aber zunächst sich und ihre Meisterbriefe. Allen frisch gebackenen Jungmeistern wünschen wir von dieser Stelle alles Gute und viel Erfolg für die Zukunft. Hier auf Europas größter Handwerksmesse präsentiert sich die Wirtschaftsmacht von nebenan von ihrer besten Seite. Mit dabei die Handwerksorganisationen und innovatives Handwerk vom Mittelrhein. 5 Hallen, 1000 Aussteller, Handwerk auf insgesamt 40.000 Quadratmetern, bis zum Schlusstag erwartete 200.000 Besucher. Das ist die Internationale Handwerksmesse in München, Europas größte Handwerksmesse. Ein Highlight von vielen ist die gläserne Wurstküche des Landesinnungsverbandes des Fleischerhandwerks in Bayern. Bayerische Spezialitäten hautnah erleben. Bayern, bekannt für Weißwurst, Haxen und Deftiges. Hier hatten die Messebesucher Gelegenheit, sich von handwerklicher Wertarbeit aus der Nähe zu überzeugen. Landesinnungsmeister Georg Klebler zum Messeauftritt. Wir stellen hier unsere Arbeit der Öffentlichkeit dar. Den ganzen Prozess der Fertigung, der Herstellung, wie gearbeitet wird, welches Material verwendet wird, damit der Verbraucher mal sieht, wie hochwertig das Rohmaterial ist und welche hochwertigen Produkte zum Schluss rauskommen. Wir erhoffen uns hier sehr, sehr viel und wir kriegen auch immer die Rückmeldung, wie toll hier gearbeitet wird und viele haben schon den Beruf ergriffen aus diesem Grund heraus. Weiterer Publikumsmagnet, vor allem bei den jüngeren Besuchern, der Messestand der Imagekampagne des Handwerks. Hier hatten der Nachwuchs Gelegenheit, in virtuelle Handwerkswelten zu schlüpfen und fast real Handwerksberufe anzuprobieren im Fotostudio der Wirtschaftsmacht von nebenan. Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle und ZDH-Präsident Otto Kenzler gaben den Startschuss für die neue Beraterplattform des Handwerks bistech.de. Nach dem Start gab es zunächst einen Kurzfilm über das Netzwerk, produziert mit Unterstützung vom Kompetenzzentrum für Gestaltung, Fertigung und Kommunikation der Handwerkskammer Koblenz. Zu sehen ebenfalls auf bistech.de. Bistech.de ist eine Beratungs- und Informationsplattform für Technologietransfer im Handwerk. Betriebe können sich an dieser Stelle über neue Technologien und Gestaltungsmöglichkeiten informieren. Beim Rundgang zeigte sich innovatives Handwerk vom Mittelrhein von seiner besten Seite. Im Gespräch mit Dennis Wöll aus Klingelbach informierte sich der Bundeswirtschaftsminister über seine neue Erfindung, eine Dachziegelfräse. Dennis Wöll und sein Partner Wolfgang Steinke konnten sich wenige Stunden später über den Bundespreis
für hervorragende innovatorische Leistungen für das Handwerk freuen. Mehr dazu nächste Woche in HWK TV. Mehr innovatives Handwerk gibt es nächsten Mittwoch an gleicher Stelle hier bei HWK TV. Und wenn Sie mehr über uns und die Betriebe erfahren möchten, können Sie das tun im Internet unter hwk-tv.de.